Versuch war es wert. Nein, na gut. Willst du tauschen? Nein. Wollt ihr tauschen? Nein. Und ihr lasst mich auch gar nicht mehr rein, ihr Blödmänner. Vati, Vati, das kriegst du irgendwann zurück. Ich suche mir jetzt erstmal weitere Leute, die mit mir tauschen. So, hier war doch irgendwo... Nee, nicht die. Na gut, meinetwegen, Ezzel, lass uns fliegen. Am östlichen Hügel. Ihr wollt tauschen, das weiß ich. Was ist mit dir? Du willst Fragmente vereinen, Baby? Yay! Los, Caro! Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yay! Endlich ist sie offen. Ich gehe gleich hinein. Mhm. Gut. Hey, hey, hey! Passt perfekt! Ja, ich will Fragmente vereinen. Rocket Baby. Oh, davon brauche ich mehr. Da habe ich noch 17 Stück von. Toffel. Ach, Caro und Toffel. Ja, gut. Mhm. Ich wollte gerade sagen, da weiß ich sogar halbwegs, wo es ist. Passt perfekt. Yay, oh, let's rock. Wie viele Erzfragmente? Ah, eins habe ich momentan, okay. Ach, hier war ich beim Wasserbecken. Verkaufst du mir noch eins? Große weiße Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Lass mich dir neue Energie spenden. Mögest du erfolgreich sein. Danke. Ich hätte gerne was, wofür ich sinnvoll Geld ausgebe. Ich gehe einfach zur Hexe. Die, da war doch noch was. Bestimmt. War hier die Hexe?
Nein. War sie nicht. Huhu, noch mehr Glücksfragmente. Dann eben nicht. Dann geh doch. Okay, ich bin hier unten. Ich gebe zu, ich weiß gerade gar nicht so genau, wo ich bin. Hier war ich schon mal. Das ist schön. Dann... Ach, bin ich hier unten. Okay. Also irgendwas gab es doch bei der London Farm. Nee, schwimmen kann ich nicht. Hier oben? Ja, lass uns mal kleiner werden. Hier. Nein? Juhu, noch mehr Glücksfragmente. Könnte mir noch mal jemand erklären, wofür ich diese ganzen Muscheln brauche? Stimmt, so kam ich, glaube ich, zur Hexe. Bam. Weißt du, dich lasse ich vielleicht noch kurz in Ruhe. Du gibst Geld. Das sollte ich dann auch mitnehmen können. Ja, willkommen. Appetit auf großmütterlichen Blaus Elixier. Kaum getrunken, schon bist du fit. Nur zu, probier mal. Ah, mach dich fit zum Mitnehmen in der Flasche. Eine Portion kostet 60 Rubine. Noch keine leere Flasche? Dann kann ich dir keine Elixier abfüllen. Bring nächstes Mal eine leere Flasche mit.
Ladende Hexe zurück, Bürgermeister Hangers Haus am See. Ja, zum Hylia-See will ich hin. Oh, ich gehe erstmal zu Opa. Papa? Onkel? Schlipp. Ich kann noch nicht hoch und weit springen. Das ist mein Problem. Hi, Typ. Hier jemand? Hier komme ich inzwischen rein. Hallo Mädels. Ich muss mir ein ruhiges Zuhause suchen. Oh, endlich sind wir da. Ganz schön groß, diese Stadt. Oh, immer im Hotel wohnen ist auch nicht das Wahre. Ja, probieren wir es aus. Da, nimm ein seltenes. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht was Wunderbares. Farore. Genial, jetzt kann ich Geld verdienen, ohne das Haus zu vermieten. Okay. Gut, dann gehe ich gleich mal irgendwann zu dir. Das passt perfekt. Jetzt passiert bestimmt etwas Gutes. Da gehe ich auch direkt hin, bevor ich das wieder vergesse. Na, was guckst du denn so? Ich bin Gormann, der Makler. Ich suche Mieter für dieses Haus. Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Mehr Leute wären zu laut und würden nur alles schmutzig machen. Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst, der ein Haus sucht. Ja, ich glaube, da gab es irgendwo die, die Poetin. Es gibt große Unterschiede zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Ja, das ist ein schlechtes Zimmer. Das ist schon leergeräumt. Das ist auch leergeräumt. Schlechtes Zimmer. Der König benimmt sich in letzter Zeit unmöglich. Neulich waren Soldaten in meinem Haus, die von mir das Fort haben wollten. Mädels? Oh, du willst mir ein freies Haus zeigen? Ja. Ja, danke. Ich gehe gleich mal hin. Ich würde behaupten, sie ist flugs eingezogen. Oh Leute, du kommst mich besuchen. Ich wohne jetzt in einem schönen Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. Ich würde voll gerne eine leere Flasche und so weiter kaufen, aber...
So, reden. Ich würde auch gerne allein wohnen. Ich werde sie mal besuchen gehen. Och Mensch. Gut, dann reden wir. Herzlich willkommen. Na, willst du dich bei uns ausruhen? Wenn du hier schläfst, bist du bald wieder fit und es gibt ein Geschenk. Ich nehme das Zimmer für 50. Das günstigste Zimmer für 50. Du bezahlst im Voraus. Danke für deinen Besuch. Schlaf gut. Aufgewacht, Mütze! Wir gucken jetzt in die Truhe, was unser Geschenk ist. Irgendwie habe ich es gedacht, es könnte ein Glücksfragment sein. Wer tauscht denn bitte mit mir? Du tauschst mit mir. Ja, 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 ja. Sie passen bestimmt. Guck mal, habe ich nur 19 Stück von. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Yay. Nee, du willst doch nicht mit mir tauschen. Das finde ich sehr schade. Gibt es denn im Café Leute, die mit mir tauschen wollen? Nein. Du. Ja, ich will Fragmente vereinen. Ja. Guck mal, da. Noch eins. Camilla. Du hast dein ganzes langes Leben drauf gewartet, dass da irgendwas passiert. Das passt. Jetzt geschieht bestimmt etwas Gutes. Du auch. Ja, ich will Fragmente vereinen. Ja, genau. Genau. Letizia. Letizia. Da war ich schon mal. Das ist irgendwo bei den Minish. Genau, sage ich doch. Irgendwo bei den Minish. Ja, vielleicht passiert was Gutes. Willst du auch tauschen? Wir tauschen. Micha. Da, nimm. Ja, es passiert was Wunderbares. Übrigens, mir ist warm. Sie passen perfekt. Du willst wirklich nicht tauschen? Schade. Tauschen? Nein. Tauschen? Nein? Tauschen? Ja! Bruna! Da oben ist die Schule, glaube ich. Da dürfte ich auch noch nicht gewesen sein.
Ach ja, wunderschön. Du tauschen? Ach nein. Steht seine Freude. Wir haben verschiedene Sorten Syrup. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen. Sie bringen dir Glück. Du? Ja, ja, ja. Gut, ich will Fragmente vereinen. Her damit. Jetzt passiert was Wunderbares. Genau. Also nur für den Fall, dass ich jetzt was anders klingen sollte. Ich habe mich gerade mit dem Stuhl weiter nach hinten zurückgelehnt und hoffe einfach, dass es dadurch kühler wird. Was es nicht der Fall ist, aber das ist ja egal. Ich hoffe trotzdem. Wenn diese Glocke erklingt, ich würde da gerne mal gegenschießen. Marlon. Okay, so heißt du. Ich wusste irgendwas mit Mar. Den Baum kenne ich. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Den Umständen entsprechend nutzlos. Was für ein riesiger Wasserfall. Ein wahrhaft überwältigender Anblick. Du willst eine goldene Münze haben. Ich muss erst ein Fragment finden, das hier das Ganze wieder und dann kann ich da hoch und... Oh. Will hier noch jemand mit mir tauschen? Jetzt ist gerade Unterricht, da darfst du jetzt nicht rein. Aber ich will doch zur Schule. Ja, 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 ja. Hier, nimm noch so ein seltenes. Noch was auf der London Farm.
Ich gehe dann mal zur Lonlon Farm. Wolltest du nicht vielleicht tauschen? Ach, wir haben schon getauscht. Ah ja, whatever. Ah, große Geldbörse! Yes! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die große Geldbörse. Ich verteile fleißig die Post, das ist doch ein Glücksfragment. Da, nimm. Ich brauche hoch und weit Springstiefel. Ich möchte den Menschen noch nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Weilfried wird mir helfen müssen. Das passt. Jetzt macht mir die Arbeit noch mehr Spaß. Ich habe viel zu tun. Ich gehe da mal zur Post, ne? Guten Tag, hier kann man die Magnus-Schwertfibel von Meister Magnus bestellen. Viele wertvolle Tipps für Abenteurer zum Sonderpreis von nur 200 Rubinen. Na, bestellen wir es mal, ne? Vielen Dank für deine Bestellung, es müsste bald da sein. Also frag ab und an mal bei uns nach. Und zack, es schreiben immer mehr und mehr. Wunderbar. Wer bist du? Kenn ich dich? Ja, ich... Oh, guck mal. Ein ganz seltenes. Was passiert denn jetzt Wunderbares? Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Okay. Ja, perfekt. Viel zu tun habe ich wohl trotzdem. Oh, der Hund lässt mich nicht durch. Das nächste Haus baue ich hier. Sie finden das Forst nicht. So etwas existiert ja auch gar nicht. Ich kann es gar nicht fassen, dass der König an solche Legenden glaubt. Ja, Fragmente vereinen. Hier nimm noch das andere seltene. Okay. Ich weiß nicht, was das war, aber ich roll mal hin. Ich
Vielleicht hat Opa ja das Bedürfnis oder Papa oder wie auch immer wir verwandt sind, mit mir zu tauschen. Yay! Yay! Keiner glaubt mir, ich habe gesehen, wie ein Geist Opa befallen hat. Ich glaub dir, ich weiß zwar nicht, wer dein Opa ist. Ah, das ist dein Opa. Wer hätte gedacht, dass Opa Gasto krank wird? Er war immer so gesund. Vielleicht ist er von einem bösen Wesen besessen. Als ich noch jung war, nannte man mich Gasto den Windstoß. Ich war fast ein wenig berühmt. In letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so schwer. Ich kann nicht aufstehen. Ja, man nannte mich Gasto den Windstoß. Ich war ein wenig berühmt. Ich kann gar nicht aufstehen. Doch, doch, Opa ist von einem bösen Geist befallen. Na sowas! Besuch! Eine seltene Ehre! Wie bist du überhaupt hierher gelangt? Gut, ich gehe ja schon wieder. Ups.